Feuerstahl oder Feuerzeug? Was ist die bessere Wahl? Was ist das bessere Survival-Feuerzeug? Und wenn du glaubst, die Antwort zu wissen, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann vom Survival-Shop Überlebenskunst. Super, dass du wieder dabei bist. Feuerzeug, Feuerstahl, was ist das bessere Survival-Feuerzeug? Und eigentlich gibt es hier nur eine einzige Antwort. Und zwar, das kommt drauf an. Es gibt die Fraktion der Feuerzeugliebhaber, die sagen, Feuerzeug ist voll super und Feuerstahl ist, wirf ihn weg. Ich weiß gar nicht, warum die alle immer mit ihrem Feuerstahlzeug da anfangen, die ganzen Irren. Ich habe einfach mein Feuerzeug und da ist alles super und wunderbar und super und das braucht doch kein Mensch. So, das ist die eine Variante. Und die anderen sagen, du, Feuerstahl ist mit Feuerzeug, auf das kann man nicht vertrauen, das ist alles klumpert und das wird kaputt und das kann ausgehen. Feuerstahl, Feuerstahl, Feuerstahl! Und die Antwort ist, kommt drauf an. Und in Wahrheit ist die Kombination aus beiden genial. Aber dazu komme ich gleich. Du kennst die Vorteile des Feuerzeugs? Erstens, das ist wirklich nicht einfach. Wenn man gewisse feinmotorische Fähigkeiten hat und auch ein gutes Feuerzeug kauft, zum Beispiel jetzt von der Firma Big und besonders eins mit so einem Rädchen, also wo auch ein Feuerstein drinnen ist, also im Endeffekt die Kleinversion von dem hier, und da nimmst du dir zwei unterschiedliche mit und die sind bei dir immer irgendwo in deinem EDC, in deinem Everyday Carry Bag zum Beispiel oder im Rucksack, dann bist du ja gut dabei. Raucher haben da einen Vorteil, ausnahmsweise mal. Ja, genau. Der Vorteil ist klar, du hast schon eine Flamme da. Das heißt, es ist schon eine kleine Flamme da. Das heißt, du kannst Zunder, also im Endeffekt alles, was brennt, kannst du damit anzünden oder so gut wie alles. Beim Feuerstahl ist das nicht der Fall. Da muss der Zunder ganz spezielle Kriterien erfüllen. Aber das hier, das geht. Der Nachteil dabei ist, und das muss auch klar sein, wenn das ins Wasser gefallen ist, dann kriege ich nicht sofort Feuer. Ich weiß schon, irgendwer da draußen, vielleicht du, willst du einen Kommentar schreiben? Sitzt schon da? Reini, dann muss ich halt ein bisschen warten. Ja, es könnte aber auch sein, dass du genau jetzt ein Feuer brauchst, im Winter zum Beispiel. Das könnte wirklich sein, es muss nicht sein, aber es kann sein. Wobei wir reden ohnehin nur über könnte möglicherweise. Man braucht das eh glücklicherweise nur wirklich selten. Aber das könnte sein. Das nächste ist, irgendwann ist das Gas aus. Ja? Das ist ganz einfach so. Und es funktioniert zum Beispiel, ja, wenn es jetzt wirklich, wirklich kalt ist, auch nicht so gut. Oder bei Wind, da musst du dir extra was bauen, damit du das anzünden kannst, weil das bläst ja die ganze Zeit aus. Da ist der Vorteil des Feuerstahls. Der Feuerstahl hält, oder Feuerstein oder Magnesium, bla bla bla, ist ja wurscht, ja, der hält deutlich länger als ein Feuerzeug. Und dem ist es wurscht, ob heiß oder kalt, ob nass oder trocken, ob Wind. Bei Wind ist es sogar super, weil der Funken dann den Zunder, den du hast, sogar noch schneller anzündet, weil Sauerstoff dazu kommt. Das geht also immer. Aber der Nachteil ist, man muss halt üben. Und der zweite Nachteil ist, nicht alle Zundervarianten lassen sich so einfach anzünden wie beim Feuerzeug. Also wenn ich diese Vor- und Nachteile miteinander abwäge, dann hat beides so seine Berechtigung und auch irgendwie Schwachpunkte. So wie alles im Leben, es gibt das Perfekte nicht, sondern das ist immer von der Situation abhängig und von dem, was du machen willst. Und Hand aufs Herz, die meisten Survival-Situationen haben nicht unbedingt was mit einer Unterkunft oder mit einem Feuer zu tun in der Natur, sondern die meisten Situationen in der aktuellen Zeit, ja, das sind Erste-Hilfe-Notfälle. Das heißt, das große Messer und die Axt und die Säge und mein Feuerstahl in vierfacher Ausführung und so weiter, ist alles cool und ich hab das auch, ja. Aber es ist ganz, ganz elementar und ganz, ganz wichtig, ja, dass du sowas hier, eine Erste-Hilfe-Packerl, ich sag das eh immer wieder dabei, also das sind die wahren Survival-Situationen. Also diskutieren wir nicht immer über das und wie man das alles tut, sondern lern Erste-Hilfe. Tigere dich da rein, geh zu einem Erste-Hilfe-Kurs, schau dir das an. Das ist wirklich wichtig. Ernsthaft, das sind die meisten Dinge, ja, die Probleme verursachen. Aber kommen wir zurück zum Feuerstahl und Feuerzeug. Also eine Kombination aus beiden. Ich habe beides so gut wie immer dabei. Ja, Feuerstahl habe ich eigentlich wirklich immer dabei, außer ich gehe gerade aufs Klo, dann meistens nicht so. Und ein Feuerzeug im Rucksack, in meiner
In meiner Miltec-Tasche, Link gebe ich da, die habe ich mal vorgestellt, habe ich auch immer zwei dabei. Also das ist etwas, was mir ganz einfach wichtig ist. Ich hoffe, du hast einen Überblick und kannst für dich eine Entscheidung treffen und vielleicht magst du mir einen Kommentar schreiben, auch gerne einen bösen, wenn es dir dann besser geht, dann schreib mal einen bösen Kommentar, wie du das siehst, wo die, deiner Meinung nach das Einsatzgebiet liegt. Dann, ja, mag ich dich noch um was bitten, nämlich einen Daumen nach oben oder nach unten. Ich lade dich auch ein, dass du bei meinem Survival-Mentor-Programm dabei mal reinschaust. Da rede ich auch und zeige auch immer wieder viele Techniken zum Feuerstall her und zum Feuermachen. Und worum es überhaupt geht, findest du auch unten den Link. Abo, wenn es das erste Mal hier bist. Ein paar andere Videos zum Anschauen. Es hat mich gefreut. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.